Ich suche ja auf dem Land immer nach diesen ominösen Reichsbürgern und völkischen Siedlern. Und ja, irgendwie bin ich noch nicht so richtig fündig geworden. Meiner Ansicht nach stirbt hier einfach nur alles aus. Und die Leute, die hier noch leben, sind ziemliche Standard-BRD-Bürger, würde ich mal sagen. Die immer fleißig ZDF gucken und die neueste Musik auf iTunes hören. Was ich allerdings hier öfter mal sehe, sind solche tollen linken Bauernhöfe. Juhu! Nazis einen Vogel zeigen. Als ich hier neulich vorbeigefahren bin, ist mir das sofort aufgefallen. Ich frage mich dann jedes Mal, was ist das? Ein Nazi? Was ist das eigentlich? Ich höre immer nur Nazi, Nazi, Nazi. Ja, und da musste ich neulich an was denken. Und zwar, als ich dieses Schild sah. Nazis. Da musste ich an etwas denken aus der Literatur und Wissenschaft. Aus der Dichtkunst. Und zwar gibt es etwas, das nennt sich Onomatopoesie. Oder Lautmalerei. Und Lautmalerei ist, wenn man Dingen eine Bezeichnung gibt, die dem entspricht, was für ein Geräusch diese Dinge machen. Ne? Zum Beispiel Krähe. Krähe ist eine Onomatopoesie, wenn ich mich nicht irre, in dem Fremdwort. Krähe heißt Krähe, weil sie Krähe macht. Krä, krä. Deshalb hat man das Krähe genannt. Und im Endeffekt sind die Nazis die, die ständig Nazi schreien. Das würde man, also in der Natur wäre das so. Also diese Bezeichnungen haben sich ja evolutionär ergeben, ja. Die Sprache entwickelt sich ja. Und das ist ganz natürlich, dass man Dingen den Namen gibt, den sie selber von sich geben. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist das, was Kinder manchmal machen. Also wir haben zum Beispiel als Kinder immer gesagt, wenn wir zum Beispiel beleidigt wurden oder so, ja, wenn jemand Blödmann oder so zu uns gesagt hat, dann haben wir immer gesagt, wer es sagt, ist es selber. Wer es sagt, ist es selber. Nazi, 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 Nazi. So, ich hätte noch mal ein bisschen nachgeschaut. Dieser lustige Storch mit dem Seitenscheitel und dem Hitlerbärtchen, der, ja, den Nazis einen Vogel zeigen. Dieser Storch heißt Storch Heinar und das ist eine Parodie auf Thor Steiner, diese rechte Klamottenmarke. Und jetzt gibt es auch eine linke Klamottenmarke mit Storch Heinar. Da kann man jetzt also sein Geld investieren und im Internet T-Shirts bestellen mit diesem Storch drauf. Was ich nur wieder sehr ironisch finde an dieser Geschichte ist, welchen Vogel die Linken den Nazis da zeigen wollen, ja? Erstens ist dieser Vogel ja der Storch und ich muss sagen, ein ganz Unrecht haben sie ja gar nicht, wenn sie uns, also mal angenommen, wir sind alle Nazis, ja, das setzen wir mal voraus. Jeder, der sich für Deutschland interessiert und für die deutsche Unabhängigkeit und Freiheit eintritt, ist Nazi. Und jetzt zeigt man uns Nazis, also diesen Storch. Und naja, der Storch ist traditionell der Vogel, der die Babys bringt. Ja? Und damit haben sie also nicht ganz Unrecht, denn unsere Geburtenrate ist ja eigentlich das Grundproblem von all dem. Ja, also alle unsere Probleme, die wir heutzutage haben in Deutschland, kommen meiner Ansicht nach von der niedrigen Geburtenrate, die auch nicht ganz zufällig ist. Ja? Dass sie so eine niedrige Geburtenrate haben, ist kein Zufall. Und wenn sie uns deutsch, völkisch-deutschen Menschen
also jetzt diesen Vogel zeigen, dann wollen sie damit sagen, Mensch, mach doch, bekommt doch einfach mal wieder mehr Kinder. Ja, lasst der Natur freien Lauf und macht Kinder. Und da muss ich den Linken eigentlich dafür danken, dass sie da so umfangreiche Geldmittel investieren, ja, dass sie die Mittel, die für den Kampf gegen rechts aufgewendet werden, dazu verwenden, um uns zu sagen, wir sollen mehr Kinder machen. Finde ich eigentlich ziemlich nett von denen, ja. Also, man muss die Zeichen nur zu deuten wissen. Und dann merkt man, dass eigentlich gar nicht so schlecht steht, ja. Also, selbst das Geld für den Kampf gegen rechts hat im Endeffekt wieder doch dann einen positiven Effekt, wenn man das nur richtig zu deuten versteht. Ja? Also, immer wenn ihr diesen Storch seht, denkt dran, nehmt die Botschaft ernst, verbreitet die Botschaft, Deutsche, macht mehr Kinder und dann wird eigentlich alles gut.